Herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema Tattoo-Entfernung. Wie immer werde ich versuchen, die wichtigsten Fragen einigermaßen verständlich zu beantworten. Mehr als 10% der deutschen Bevölkerung haben ein oder mehr Tattoos. Doch jeder Zehnte möchte irgendwann sein Tattoo wieder loswerden. Der eine möchte den Namen der Ex-Freundin wieder loswerden oder eine andere Jugendsünde, wie zum Beispiel das vor noch Jahren sehr beliebte Hirschgeweih am unteren Rücken. Nun, manch einer darf auch aus beruflichen Gründen kein Tattoo tragen. Da ist dann auch manchmal eine schnelle Tattoo-Entfernung ohne Narbenbildung notwendig. Auf jeden Fall ist es möglich, sein Tattoo wieder komplett loszuwerden. Dafür ist aber modernste Lasertechnologie notwendig. In den letzten Jahren hat sich dafür die sogenannte Pikosekunden-Lasertechnologie durchgesetzt. Ein Pikosekunden-Laser zeichnet sich durch besonders kurze Laserpulse mit sehr hoher Energie aus. Die Dauer des Pulses ist bei den Pikosekunden-Lasern im Pikosekundenbereich, daher der Name. Durch diese unvorstellbar kurze Einwirkzeit wird die Energie des Lasers hauptsächlich von dem Pigment des Tattoos absorbiert und die umgebende Haut bleibt weitestgehend verschont. Dadurch ist das Risiko einer Narbenbildung viel, viel geringer. Die Behandlung mit einem Pikosekundenlaser ist nicht angenehm, aber wir tragen vorher eine Betäubungscreme auf und benutzen ein zusätzliches Kaltluftgerät. Dadurch sind die Schmerzen erträglich. Es kommt in der Folge zu einer oberflächlichen Verletzung der Haut. Deshalb tragen wir nach der Behandlung eine spezielle, entzündungshemmende Creme auf und legen einen Verband an. Eine Creme zur Weiterbehandlung wird mitgegeben. In seltenen Fällen kann es zur Entwicklung von Blasen oder Schwellungen kommen. Das bildet sich aber innerhalb weniger Tage wieder komplett zurück. Das Hauptrisiko einer Tattoo-Entfernung liegt in der Entwicklung von weißen Flecken oder Narben. Aber wie bereits erwähnt, ist dieses Risiko bei Pikosekundenlasern sehr gering. Es sind mehrere Systeme im Umlauf und die Entwicklung der Technik ist noch nicht beendet. In dieser Tabelle sind die wichtigsten Systeme aufgelistet. Hervorzuheben sind dabei folgende Parameter: die Pulsbreite, also die Einwirkzeit des Lasers, die möglichst kurz sein sollte, und die maximale Energie, die möglichst hoch sein sollte. Durch den Einsatz mehrerer Wellenlängen ist die Behandlung nahezu aller Farben möglich. Wir besitzen in unserer Praxis den Pikosekundenlaser PicoWay. Man geht von 4 bis 8 Behandlungssitzungen aus. Allerdings hängt das sehr stark von dem Alter des Tattoos, der verwendeten Farben und davon ab, ob eine vollständige Entfernung erwünscht ist. In einem persönlichen Gespräch kann ich dazu aber eine genauere Schätzung abgeben. Die Kosten richten sich nach der Behandlungsfläche und werden strikt nach der Gebührenordnung für Ärzte berechnet. In der Regel betragen sie zwischen 200 und 500 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer pro Behandlung. Folgende Kriterien sollten unbedingt bei der Auswahl des Behandlers berücksichtigt werden. Ganz wichtig, es sollte ein Arzt oder eine Ärztin mit langjähriger Erfahrung in der Lasertechnologie sein. Es sollte möglichst ein Pikosekundenlaser verwendet werden, um das Risiko einer Narbenbildung zu verringern. Außerdem sollten nachweislich umfangreiche Weiterbildungen zum Thema Laserbehandlung in den letzten Jahren absolviert worden sein. Ich selber führe derartige Weiterbildungen auch selber durch und gebe Vorträge auf renommierten Kongressen. Es sollte ausreichend Zeit für die Beratung, das Aufklärungsgespräch und die Behandlung genommen werden. Und zu guter Letzt sollten Praxis und Ambiente auf ästhetische Behandlungen, insbesondere Laserbehandlungen, abgestimmt sein.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video erneut alle wichtigen Fragen beantworten und würde mich sehr freuen, wenn Sie sich bei uns online unter norisdermatologie.de zu einem persönlichen Beratungsgespräch eintragen würden. Bis bald!